Ein Hauch von Olympia weht durch Schladming. Als Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes hatte Audi 7 Gold- und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele in London in Schladming zu Besuch. Britta Heidemann, Silbermedaillengewinnerin im Fechten, durfte mit ihren Olympiakollegen zunächst den Offroad-Parcours der Driving Experience testen. Anschließend ging es im S4 mit Vollgas durch den Schneeslalom. Super, also ich bin, glaube ich, noch nie bei über 30 Grad Kippe gewesen beim Autofahren. Und Slalom auf Eis war schon eine Erfahrung wert. Und das war noch längst nicht alles. Einen Tag später traf sich das siebenköpfige Olympiagespann in der Schladminger Skiarena. Gemeinsam verfolgten sie den Riesenslalom der Frauen live im Stadion. Ein tolles Erlebnis, obwohl nicht alle Sommersportler auch selbst Skifahrer sind. Ich war einmal in der Schule Skifahren, aber ansonsten war ich jetzt wegen Sport relativ wenig auf Skipisten unterwegs. Also Ski eher die Langlaufrichtung. Wenn es alpin wird, dann bin ich eher der Snowboard-Favorit. Die Einladung von Audi war aber nicht nur auf Ski und Action ausgelegt. Auch der Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus anderen Disziplinen war ein besonderer Reiz für die Medaillengewinner. Wir haben uns jede Menge ausgetauscht, erzählt, wir waren ja alle bei Olympia, die hat ja jeder ein bisschen andere Erfahrungen damit gemacht. Das auszutauschen ist richtig schön. Ein guter Grund, Partnerschaften wie die mit dem Deutschen Olympischen Sportbund regelmäßig zu pflegen. Zum Beispiel hier bei der WM in Schladming.